Hi Leute, hier ist HiCarb Christian. Ich möchte mich mal als Student zu dem viel geäußerten Vorwurf äußern, dass man an Universitäten nur manipuliert wird, dass man nur dazu erzogen wird, Teil des Systems zu sein, dass man nicht lernt, kritisch zu denken und dass das alles ja sowieso ein großer Schwindel ist, alles was so mit Wissenschaft zu tun hat. Solche Argumente vernehme ich persönlich in meiner Disziplin, der Geografie jetzt nicht so, weil ich auch nicht glaube, dass es irgendwie so brisante Themen der Geografie gibt, wo man sagen kann, man wird irgendwie manipuliert zu denken, dass der HDI der beste Indikator für die Güte eines Landes ist oder so. Aber ich vernehme dieses Argument sehr oft in der Medizin, womit ich mich ja auch beschäftige, und in den Politikwissenschaften. In der Medizin geht es ja um solche Themen wie Verursachen, Impfungen, Autismus, kann man Krebs mit Backpulver heilen oder so. Und in den Politikwissenschaften geht es ja vor allem in Deutschland, in Teilen der Gesellschaft um solche Themen wie: Ist Deutschland eine GmbH? Sind wir alle Angestellte, weil wir einen Personalausweis haben und da bei Nationalität Deutsch steht und nicht Deutschland, weil Deutschland auch voll die Nationalität ist, Leute. So wie ich das immer vernehme, kommt dieses Argument vornehmlich aus Kreisen von Leuten, die selber nicht studiert haben, die, glaube ich, nicht wirklich in der Lage sind zu beurteilen, ob man an einer Universität wirklich manipuliert wird oder nicht und wie das eigentlich alles so abläuft. Und ich möchte erstmal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Lehre und Forschung. Lehre ist dazu da, um Studenten bestimmtes Wissen zu vermitteln. Zum Beispiel bestimmte Theorien, die mal aufgestellt wurden. In der Geografie ist das zum Beispiel eine wirtschaftsgeografische Theorie, wie sich um einen einzelnen Marktort bestimmte Agrarformen ansiedeln. Also zum Beispiel die Theorie von Fontünen. Oder in der Medizin sind das solche Theorien wie so entsteht Diabetes, so könnte Krebs entstehen. In der Politikwissenschaft, so funktionieren bestimmte politische Systeme etc. Und der Zweck von Lehre ist, Grundlagenwissen zu vermitteln. Der Zweck von Lehre ist nicht, dass man dass man quasi sagt, so ist die Welt und nicht anders, sondern es ist zum Teil zwar auch so, weil es einige Sachen gibt, die sind seit Hunderten von Jahren unumstritten, auch wenn Popper jetzt sagen würde, nee, es gibt kein endgültiges Wissen, jedes Wissen ist nur vorläufig. Was zum Teil stimmen mag, aber in solchen Sachen wie der Mathematik oder so haben sich bestimmte Sachen, so wie 1 plus 1 ist 2, als relativ konstant erwiesen. Oder auch die Zahl Pi zum Beispiel oder die Zahl E. Der Zweck von Lehre ist, so wie ich das sehe, Forschung zu ermöglichen. Denn ohne einen Hintergrund zu haben, was so andere Leute gedacht haben oder so, kann man keine Forschung betreiben. Und das ist auch der Unterschied zwischen einem Bachelor- und einem Masterstudium. Das Bachelorstudium, zumindest in der Geografie, so wie ich es immer vernehme, ist mehr darauf ausgerichtet, dass man dieses Faktenwissen vermittelt bekommt und seine ersten Erfahrungen in wissenschaftlichem Arbeiten sammelt. Und im Masterstudium dann kann man das vertiefen und wird so in seine Forscherlaufbahn entsandt oder man macht halt irgendwas anderes in der freien Wirtschaft oder so. Aber mein Ziel ist es zum Beispiel, eine Forscherlaufbahn einzuschlagen. Und deshalb, sehe ich das halt so. Bachelorstudium, Grundlagenwissen vermitteln, aber man diskutiert auch darüber. Ich habe noch nie einen Professor erlebt, der sagt, das ist so und nicht anders. Man kann immer Fragen stellen, man kann immer diskutieren, man kann immer sagen, nee, finde ich schwachsinnig. Und dies und das sind meine Gründe. Vor allem hier in Utrecht, wo ich mich gerade befinde, schöne Uni, wird man immer dazu angeregt, so ja, wenn ihr denkt, das ist Bullshit oder wenn ihr es nicht versteht oder wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr denkt, das Modell ist so nicht stimmig oder so, dann sagt das, dann diskutieren wir gemeinsam darüber. Denn wenn man gemeinsam über Sachen diskutiert, dann gewinnt man vollkommen neue Erkenntnisse. Und das sehe ich halt auch so. Und das ist das Schöne an der Universität, eben, dass es eigentlich nicht so ist, wie Leute das immer darstellen, so man sitzt 12 Stunden am Tag im Hörsaal und lernt nur Theorien auswendig und schreibt das in der Klausur wieder dahin. Solche Klausuren gibt es, das will ich gar nicht bestreiten. Es gibt Klausuren, wo man einfach stur auswendig lernen muss. Das hat aber wieder den Hintergrund, man muss erstmal ein gewisses Grundlevel an Faktenwissen haben, um darauf bauen zu können. Nachher kann man natürlich sagen, nö, ich finde das schwachsinnig, was ich damals gelernt habe. Ich sehe das jetzt vollkommen anders. Aber wie will man diesen Zustand denn erreichen und neues Wissen generieren, wenn man das alte Wissen nicht hat? Das erschließt sich mir irgendwie nicht. Und die meisten Leute denken auch, ja, wissenschaftliches Wissen, das ist in Fachbüchern kodifiziert. Das ist in Fachbüchern so, zu, keine Ahnung, was, Biochemie oder so. Und das mag bis zu einem gewissen Grad stimmen, aber die eigentliche Forschung findet an
der findet in Zeitschriften statt. Das ist, das in Zeitschriften sind so ein neuer Krempel, das steht noch gar nicht in den Fachbüchern drin. Die Fachbücher sind so, wenn man es so sagen möchte, schon irgendwo Schnee von gestern. Und wenn man wirklich wissen möchte, was gerade so up to date ist in einer Disziplin, da muss man Zeitschriften lesen. Und im Gegensatz zu Fachbüchern durchlaufen Zeitschriften ein Peer-Review-Verfahren. Das funktioniert eben so, du willst was publizieren, du reichst es beim Magazin ein, jemand liest drüber und schickt es dir mit deinen Anmerkungen. Das geht so hin und her und hin und her und hin und her. Kann Jahre dauern, bis es dann akzeptiert wird. Und ich sehe schon ein, dass das Peer-Review-Verfahren nicht das Beste ist, was man hat, weil es gibt immer wieder Peer-Review-Zirkel, wo Autoren sich immer gegenseitig quasi sagen, ja, voll super, hab überhaupt keine Anmerkungen oder so. Und so geht das natürlich nicht. Aber das entsteht doch irgendwo, weil, naja, wer betreibt Forschung? Menschen. Und Menschen sind halt manchmal Arschlöcher. Dementsprechend, das, was in Fachbüchern steht, das kann schon manchmal wirklich Mist sein. Das will ich gar nicht bestreiten, dass Leute irgendwie was über Popper schreiben und keine Ahnung haben, was Popper eigentlich gesagt hat. Und da steht da vollkommener Müll drin. Und dann muss man es halt möglichst im Original lesen. Natürlich, das sehe ich vollkommen ein. Ich sehe diese Schwächen vollkommen ein. Aber das heißt halt nicht, dass die gesamte Wissenschaft total dämlich ist oder alles total manipuliert ist. Vor allem wüsste ich nicht, wie man bei Millionen von Forschern auf der Welt so eine Scharade eigentlich aufrechterhalten könnte. Ich glaube einfach nicht, dass das funktioniert. Und was auch irgendwie immer missverstanden wird, ist, dass manche Leute halt denken, dass sie besonders aufgeklärt sind, weil sie irgendwie eine Meinung vertreten, die nicht dem Mainstream entspricht. Und so einfach kann man sich das nicht machen. Man kann halt nicht sagen, dass man aufgeklärt ist, weil man dem Mainstream folgt. Aber genauso kann man nicht sagen, dass ich bin so aufgeklärt, dass ich denke, dass Impfungen Autismus verursachen. Weil es gibt diese eine Studie, die zurückgezogen wurde, die das halt sagt. Und deshalb stimmt das voll. Und es ist egal, was die Weltgesundheitsorganisation ist. Es ist egal, was Millionen von Biologen auf der Welt sagen. Diese eine Studie hat recht. Das hat nichts mit kritischem Denken zu tun, Leute. Das ist noch schlimmer, als sich Wissen aus Fachbüchern zu ziehen. Weil das, was in Fachbüchern steht, ist zwar manchmal Bullshit, aber mindestens ist das was, was es schon länger gibt und wo auch mehr Leute eine Meinung zu haben und mehr Leute, die sagen können, das ist Schwachsinn. Und wenn man sein gesamtes Wissen oder seine gesamte Ablehnung von irgendeinem Aspekt der Wissenschaft auf einem einzigen Artikel basiert, den man dann ungeprüft übernimmt, ist das genauso schlimm, wie im Hörsaal zu sitzen und einfach alles runterzuschreiben, das dann so zu lernen, das als goldene Wahrheit zu akzeptieren, das in seiner gesamten Forscherkarriere nie zu hinterfragen. Und das ist auch der Unterschied zwischen, richtigen Wissenschaftlern und Quacksalbern, weil richtige Wissenschaftler sind meistens zumindest sehr viel vorsichtiger in ihrer Wortwahl. Die sagen sowas wie, die schreiben auch sowas wie Preliminary Results Suggest, also vorläufige Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass. Und die sagen halt nicht, so ist das. So ist das, das ist so das Niveau von Dr. Mercola oder so, oder von Deepak Chopra oder wie sie alle heißen. Und das andere, diese sehr viel vorsichtigere Formulierung, das ist das, was irgendwie echte Wissenschaft ausmacht. Weil wenn man es nicht weiß, wenn man es nicht hundertprozentig weiß, und das kann man eigentlich nie wissen, muss man halt vorsichtiger schreiben. Man kann auch nie sowas schreiben wie so ist das, sondern nach meiner Methodologie, so wie ich an das Problem herangegangen bin, mit den und den Methoden, indem ich diese und diese Technik benutzt habe, kommt das und das raus. Das heißt, man kann das so und so sehen. Man kann doch nicht schreiben, so ist das und nicht anders, weil es immer jemand anderes sehen kann, weil es letzten Endes auch davon abhängt, wie man an die Sache rangegangen ist. Das ist Wissenschaft, Leute. Es hat nichts mit Wissenschaft zu tun, einfach Meinungen ungeprüft zu übernehmen. Es hat nichts mit Wissenschaft zu tun, dass man einfach Fachbücher liest und das alles ungeprüft übernimmt. Das hat auch dann nichts mit Intellekt zu tun. Das ist dann so, als ob man ein Kopierer ist. Und sei kein Kopierer. Auch wenn Leute sagen, Sprite ist das beste Getränk, um Gewicht zu verlieren, dann hinterfragt das. Sagt nicht, das stimmt, nur weil irgendein YouTuber das sagt. Glaubt auch mir nichts. Macht eure eigenen Nachforschungen. Guckt, stimmt das so? Was sagen andere Wissenschaftler dazu? Ich weiß nicht, jeder hat die Zeit dazu und das ist halt blöd. Aber so sollte es halt im Optimalfall funktionieren. Das war meine Verteidigungsrede für die Wissenschaft. Ich gehe jetzt da hinten in so ein Gebäude
und ziehe mir noch ein paar Theorien zu Matrixen und Netzwerktheorie rein, die ich dann natürlich nicht ungeprüft übernehmen werde, sondern wo ich mir meine eigenen Gedanken machen werde. Wir sehen uns.